Und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Anno 1800. Trauben wollten wir pflanzen, Sektkellereien errichten. Es muss ja nicht sein, dass das Blubberwasser auch noch über die Speicherstadt eingetauscht wird. Doch jetzt kommt es ganz dicker. Aufgepasst, haltet euch fest. Die Sache hier am Weinberg werden wir nochmal komplett von vorn neu aufziehen. Wenn ich das durchziehen würde, was ich hier in der letzten Folge aufgestellt habe, dann wird das wieder nichts Halbes und nichts Ganzes. Es geht mir nicht aus dem Kopf und irgendwann später komme ich ja doch wieder darauf zurück und will daran herumbasteln. Also gleich alles fein säuberlich und ordentlich hier platziert. Warum das Ganze? Punkt 1. Die Sektkellereien stehen an einem denkbar ungünstigen Ort. Da lassen wir den Minen ihren Freiraum und ziehen die mal hier oben mit in den Bereich rein. Punkt Nummer 2. Wir könnten die Angie austauschen und da noch ein Kraftwerk mit hinstellen. Das werden wir auch tun. Punkt Nummer 3. Ich weiß nicht, ob da die Handwerker noch ausreichen, aber den Human Inkarnateur, den könnte man doch eventuell auch noch knifflig im Moment mit rausnehmen und die Produktivität steigern. Dann hau ich mal geschmeidig hier oben eine Schneise rein. Dann nehmen wir mal die ganzen Farmen raus. Ja, gibt jetzt wieder ein paar kleine Probleme. Ein, zwei Folgen lang aber auch nur. Hoffe ich doch mal. Das kommt alles weg. Handelskammer bleibt stehen. Tankhof nehme ich auch nochmal raus. Zum Thema Züge und Schienen komme ich auch gleich nochmal. Da wird der Ölhafen noch versetzt. Aber hier zuerst will ich sehen, wo ich hin kann. So, mit der Straße möchte ich schon gern hier oben noch lang. Da einmal durchziehen, bis da hinten hin. Ist das möglich? Ja. Kann man tun? Werden wir machen. Da steht das Teil hier. Die Schiene. Oh, stimmt. Die Schiene an der Stelle könnte ich dann rausnehmen. Eine genügt mir. Dann nehme ich das gleich mal weg. Auch das hier. Straße bleibt aber bitte so. Das ist eine wahrhaft bedeutende Entdeckung. Das hat mir auch so schon gefallen, wie es war. Jetzt geht doch noch ein Feld weiter nach rechts. Jawohl. Und die Straße gleich mal hier unten dran. Wo war es denn jetzt? Alles klar. Weiß ich Bescheid. Und hier in der Breite, Kollege? Da gehen wir da mal hoch. Saubere Sache. Kopieren uns das Ganze hier drüben noch einmal hin. Auf der gleichen Höhe bleiben wir. Und das Kraftwerk, das stellen wir gleich mal mit hier unten rein. Das nehme ich, das brauche ich. Und da kommt es dann hin. Na, vielleicht. Nö, reicht so. Allerdings müssen wir dich drehen. Da wird's mit der Schiene besser. Vertraut mir da mal. Voll und ganz. Das kommt noch weg. Überflüssig. Und hier unten sehe ich doch auch noch Schiene, die da jetzt nicht mehr so hingehört. Weg mit dir. Muss ich ja doch alles wegreißen. Wir brauchen hier oben andere Items. Das steht schon mal fest. Und wir brauchen noch einen Straßenanschluss. Weil sonst der vierte Slot nicht aktiviert ist. Aber jetzt wird kopiert. Komm noch mal raus da. Das ist doch möglich. Ja, das muss doch gehen. Ja, da werde ich doch dürfen. Bis hierhin? Sollte ich alles erwischt haben. Passt es? Och. Eigentlich ja schon. Wieso denn das eine Lagerhaus da oben nicht? Da könnte ich sogar noch weiter nach oben hin aufrücken mit dem Kraftwerk, wenn ich es mir da gerade so anschaue. Okay, na haha, hier sehe ich doch aber, wenn es rechts... Spannen Sie die Hosenträger und katapultieren Sie sich ins... Nicht doch. Keine Lust, mich zu katapultieren. Wenn es rechts nicht hinpasst, dann verschieben wir es eben links. Bis es funktioniert. Ach, Quatsch. Ein Lagerhaus war doch da. Ach, geht trotzdem nicht wegen dem
blöden, störenden Uferbereich. Alles klar, hab's ja schon kapiert. Gut, dann rüsten wir das trotzdem mal auf. Wir haben da ja den Kontor stehen. Nehmen gleich mal hier. Oder passt vielleicht sogar... Nein. Die Polizei wollte ich nur mal testen. Dann kommt die Feuerwehr dahin. Mehr Druck im Kessel. Nichts da. Dich will ich jetzt gar nicht. Um dich soll's nicht gehen. Ja, gut. Dann kann das ja nochmal weg. Ja, wird ja sowieso mit eingefügt, wenn ich es gleich kopiere. Und wir rücken nach oben auf. Lasst den Leuten doch mal ihre Straße. Ihr wollt sie wohl ärgern. Gut, dann bitte noch mal das Ganze auf der linken Seite. Gut, passt jetzt nicht ganz. Aber damit habe ich ja gerechnet. So, wir können ja noch einen dritten Bereich mit hinzimmern. So ist das ja nicht. Hätte ich dann an unterer Stelle so oder so getan. Jetzt noch ein bisschen anpassen, noch ein bisschen zurechtstellen, wie es mir denn am besten gefällt. Geht da nicht noch mehr? Ich frage jetzt mal ganz lieb. Doch, da würde ja noch was hinpassen. Aber hier, Uferbereich und so, wisst ihr wieder Bescheid. Gut, dann rüste ich das mal auf. Auch wenn ich nachschiebe? Eher nicht. Oh, hohoho. Ich könnte ja noch... Ach, jetzt stehst du da oben nicht mit im Bereich. Na, ist ja wieder sauber. Gehst du noch irgendwo anders mit hin? Eher nicht so. Oh. Na, vielleicht ja hier. Na, schaut doch. Besser wird's nicht. Vermute ich mal. Dann gebt mir jetzt mal die Polizei. Oh, kein Platz für eine Straße. Dann muss es ohne funktionieren. Stell ich euch da noch die die Feuerwehr mit hin. Ja, dann kann ich den Platz halt nicht nutzen. Was will ich machen? Nur noch mal, um ganz sicher zu gehen. Ja. Da kann man machen nichts. Wird es zugepflastert? Was soll's? Ein bisschen Schwund ist ja immer. Habe ich jetzt überall die Elektrizität? Das wäre schon mal ganz wichtig. Es sieht stark danach aus. Hätten wir das also abgedeckt. Jetzt die Items rein. Da müsste ich unten aber mal abreißen. Erledigt. Euch auch gleich mit wegnehmen. Gebt die Items frei. Die werden benötigt. Und wir probieren es mit dem Ferras. Wir setzen ein, die gute Madame Elise. Schiff vom Stapel gelaufen. Elektrizität haben wir, also würde die Angie umgetauscht gegen die grandiose Kupferdistille. Und Human Inkarnateur lassen wir mal sein, da kommt die Drogerpresse rein. Nochmal das gleiche hier an dieser Stelle. So rum. Ja, bitte beliefern, sag ich da mal. Und den Ölhafen, genau, den wollte ich doch jetzt. Moment, gebt mir einen kleinen Augenblick. Das kann ich auch schon mal wegreißen, genau. Kommt weg, nehmen wir raus, stellen wir andersrum auf. Ich hab da schon was im Sinn. Und der Ölhafen, der kommt hier drüben hin, weil dann steht er halt mittig. Ist der Weg für den Zug nicht so weit? Ja, versteht mich da schon.
Die zwei Quarzgruben, die brauchen wir an der Stelle eigentlich nicht. Die reißen wir mal nieder, die nehmen wir mal aus dem Spiel. Jetzt, rüber mit dir. Ach, Moment, immer noch zu viel. Seht nur, wir befinden uns in bester Gesellschaft. Pflaster, Straßengedöns im Weg, denke ich mal. Ach, und jetzt die Anlegestelle noch. Warum stehst du nicht hier oben? Ist doch viel schöner. Da, nimmst du auch gleich die Hafenmeisterei mit, auch wenn jetzt gerade nichts drin ist, was der was bringt. Aber ich hab's mal so gesagt. Könnte ich dich vielleicht auch noch mit hier unterbringen? Na aber, sicher doch. Was da nicht alles noch möglich ist. Jetzt aber. Stellen wir dich mal gleich mit hier. Das geht noch ein, zwei Meter näher. Bin ich mir fast sicher. Genau so. Schnell die Schiene dran. Aber. Doch, ich muss es zuerst rausnehmen. Ja, da geht wieder. Da wird der Itemslot verloren. Ach, alles muss man hier zweimal oder dreimal machen. Mann. Ich will doch nur mit der Straße hier auf eine Höhe. Da hier sowieso im rechten Bereich mehr Platz war, als ich brauche, ziehe ich das mal so rum. Und da kann der ganze Quatsch hier unten ja auch schon mal abgerissen werden. Bringt ja jetzt sowieso nichts, wenn es nicht angeschlossen ist. Das, was ich da fälschlicherweise aufgestellt habe, löschen wir mal ganz schnell. Hat niemand gesehen. Ah, Schiene kann eigentlich... Naja, kann auch weg. Muss ich jetzt nur mal zuerst genau hier entlang und da einmal anschließen. Da geht's schon mal nach oben. Hier. Ach, reise ich sowieso nochmal weg. Ja, reise ich auch. Hinfort. Mensch, und gleich wird's viel schöner. Finde ich aber auch. Und hier. Der kleine Bereich. Was soll denn das? Das geht schöner, das geht besser. Muss man nur mal ein bisschen Fleiß investieren hier. Es funktioniert. Ich glaube, wir haben es geschafft. Oh, Grünflächen überall noch dazwischen. Ich gehe kaputt. Ja, wehe, hier steht noch was. Aber da werde ich mal ganz böse. Das auch nochmal. Bis hierhin. Mehr gibt es da unten an der Stelle nicht. Die Straße. Habt ihr Verbindung? Ziehen wir so lang. Ach, Moment. Wir müssen ja sowieso die Schienen anschließen. Die Minen anschließen. Bleiben wir so. Gut. Jetzt, bis dahin noch weg. Die Slots sind mir oben sowieso verloren gegangen. Muss ich sowieso nochmal neu einsetzen. Also. Egal. Dann kommst du weg. Jetzt brauche ich hier auch gar kein Lagerhaus mehr. Gibt keine Quarzgrube mehr. Hat sich erledigt, die Sache. Dich lasse ich trotzdem mal hier stehen. Da könnte ich sogar jetzt hier noch ein paar Depots mit dran setzen. Wenn wir einmal dran sind an der Sache. Ah, gut. Dann da eben nicht. Die kleine Lücke hier, die schließen wir. Dann geht's weiter an gewohnter Stelle. Da will ich lang. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Will ich hier nicht mehr sehen. Dann einmal hier gerade gemacht, das Ganze. Dann stelle ich das Regionalministerium da dran. Genau hierhin kommt das. Jetzt muss es nur noch bis nach ganz da oben reichen. Sonst muss ich ja doch noch eine Zwischenstraße hinziehen.
Gut, das zumachen. Dann passt das. Reicht es? Natürlich, es reicht. Trotzdem muss ich nochmal kurz vorbei. Was fehlt denn jetzt? Die Druckerpresse. Oh, die fehlt mir auch noch einmal als Item. Wenn ich doch jetzt noch einen dritten Bereich haben will. Denn so wird's ja schon mal nichts. Sehe ich denn schon erste Ergebnisse? Ja, durchaus schon akzeptabel, die Zahl. Mit dem dritten Bereich machen wir den Sack zu. Kopieren. Was denn, wie denn, warum denn da? Feldweg. Oh, da geht's nicht. Noch überschneidender Bereich. Ach, dann gehe ich halt noch das eine Feld da tiefer. Soll mich jetzt auch nicht weiter stören. Dann könnte ich den Kollegen, der hier oben abhanden gekommen ist, doch auch noch mit hinstellen. Jawohl. Die Feuerwehr da oben war eigentlich vorher nicht da geplant. Nur, dass wir uns da richtig verstehen. Oh, geht ja gar nicht. Ach so, war ja auch ein Lagerhausplatz. Natürlich, verstehe. Ist das aufregend? Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Und Weg hätte ich jetzt noch gern einmal hier an der Stelle. So, da können wir doch auch noch durchziehen. Prima Sache. Und den linken Bereich dann hier mit Feldern zugleistern. Da gehen wir drüber. Da schließen wir an. Da will ich noch mehr davon, von den Übergängen. Gefallen mir. Na komm schon. Der muss jetzt noch. Dann Bruchbude zu Magazin. Zentralmagazin. Entschuldigung. Dann bräuchte ich hier auf der linken Seite noch eins von dir, von deiner Sorte. Weil's geht, weil's passt. Und weil ich noch eins brauche. 1, 2, 3, 4. Vielleicht zu wenig? Schaue ich mal. Ich könnte ja hier vielleicht noch so 3 mit in die Ecke stellen. Soll ich das tun? 1, 2, 3, 4. So, dachte ich mir. Na, das hier für oben noch, das hier für da und das für hier. Steht nicht so im Weg, kann man die Felder drumherum ziehen. Machen wir. Aufrüsten das Ganze. Wir haben nun die Elektrizität überall, wo wir sie brauchen. Wir haben die Items fast alle. Fehlt nur noch die Druckerpresse einmal. Bringe ich aber noch vorbei. Mit der Arbeitskraft scheint es auch zu reichen. Das finde ich sauber, finde ich super. Kann man also damit arbeiten. Jetzt nochmal zu den Zahlen. Oh ja. Da ist man bei 425 Tonnen. Muss man nur noch so viele Trauben jetzt hier anbauen. Ja, da bin ich doch mal gespannt, ob wir das hinbekommen. Das bedeutet, ein Bereich kann jetzt hier noch dran gesetzt werden. Ja, da müsste ich dann mal schauen, wie die Felder reichen. Gut, muss ich also damit beginnen. Ah, Moment, Moment, Moment. Hier ist doch auch noch nicht alles ganz korrekt. Bis da hoch muss ich doch gar nicht. Nur hier bis zur Einbiegung für das Kraftwerk. Dann kann ich mit dir auch noch ein bisschen weiter nach links rücken. Reicht's denn dann für alle? Jawohl, es reicht für alle. Oder? Natürlich auch eine Möglichkeit. Wir lassen das so. Ich hab's mit den Lagerhäusern. Ich weiß. Gefallen mir einfach. Da stellen wir das noch so mit hin. Ja, gucke mal einer Schau. Da kann man doch noch Depots setzen. Oder hatten wir noch nicht alle Module?
Doch, nur noch die Reparaturkräne, aber... Nö. Dann lieber sowas Schönes hier. Das eine geht nicht... Ach so, hier drüben wegen der Anlegestelle. Naja, vier mehr. Immerhin. Das machen wir noch zu. Das wird begradigt. Besser sieht es aus. Besser. Brauche ich zwei Schienen hier drüben? Ich habe dann ein Kraftwerk. Ich setze hier noch einen Tankhof hin. Und hier müsste dann noch einer hin. Allerdings kommt dann auf die Seite auch noch einer. Ja, dann gehe ich mal bis... Bis ungefähr hierhin mit einer Doppelschiene. Jawohl. Das passt doch auch nicht. Das wollen wir nicht. Jetzt Tankhof. Genau, Tankhof brauche ich. Und dann stellen wir den Bereich. Wie stellen wir den auf? Nach unten hin oder na, am besten nach links hin. Gut. Dann brauche ich den Tankhof genau an der Stelle. Anschließen. Ja, das war falsch. Ein Feld weiter nach oben. Ja, man kann sich ja mal verzählen, man kann sich ja mal vertun. Kein Hals- und Beinbruch. Ich muss doch da noch mit der Straße durch. Jetzt brauche ich zwei hiervon. Ich brauche dich. Und nochmal zwei davon. Eigentlich könnte ich drei draus machen. Auf der linken Seite ist genug Platz, dass ich da noch rumkomme. Mit den Feldern. So wird's gemacht. Jetzt aber bitte alles noch in der richtigen Ausrichtung platzieren. Da bin ich kleinlich. Dann haben wir den Tankhof hier hinten. Die Items kommen rein, der Ferras und das Übliche hier mit dem preisgekrönten Produzenten. Oh, da kann man doch auch wieder noch was wegreißen. Hier Platz machen, Lagerhäuser, viel zu viel. Mit der Sicherheit kann man es auch übertreiben. Wer die nur alle aufgestellt hat. Die geniale Erfindung ist vollendet. Ja, freut mich. Schön zu hören. Nimm doch mal die Straße da weg. Ich hab's gesagt, also macht es auch. Bis da hoch. Und was da wieder für Platz ist. Brauchen wir nicht. Viel zu weit. Ein Anschluss genügt. Dann nehme ich weg, was geht. Tiefer, tiefer, wir können noch tiefer mit der Straße. Genau so. Einmal lasse ich dich hier. Ganze Zusatzschichten. Den geh doch mal weg. Gehst du? Ich will da in. Hallo? Hallo? Da? Hier? Da will. Och, na, vielen Dank auch. Mensch, hat mir doch den vierten Item. Das vierte Item rausgehauen. Da muss doch noch der Ferras wieder rein. Oh, was steht denn hier noch? In meiner Vorstellung. Glashütten. Na, das muss aber nicht sein. Dich brauche ich nicht. Das reicht bis darüber. Können wir hier also auch noch tiefer?
Ja. Ich mal so, bis dahin, da wieder rum, hier wieder hoch. Wieso? Kein Lagerhaus? Hui, na, da stelle ich dir noch eins mit hin. Besser so, besser so. Wo war ich? Da muss noch einer rein. Hier drüben, da steht... Oh. Da müssen wir aber auch noch nach oben. Geht sogar noch weiter nach rechts. Pass mal auf. Ein Anschluss bekommst du gleich wieder. Uno momento. Und hier, zack, hast du ihn. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Da ist doch die Lücke wieder für gemacht hier unten. Kommt sie da mal hin. Hab ich's jetzt fast alles? Ah, mal wieder zu viel. So, so, so. Vorne S, hinten O. Da, 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 geht nicht. Oh. Ach so, da muss ich nochmal rum. Gut, das kann ich tun. So soll es geschehen. Und jetzt. Ach. Immer noch viel zu viel Straße hier, viel zu viel Straße da. Einmal brauche ich dich. Jetzt gehen wir aber hier entlang. Herrgott nochmal. Und es muss ja nur der Straßenanschluss existieren. Schön muss es nicht aussehen. So, da haben wir's. Da können wir hier noch rein mit den Feldern. Kann man sich den Platz noch zu eigen machen. Jetzt ist doch alles immer noch nicht korrekt. Wo fehlt's? Wo hab ich was vergessen? Keine Anbindung an den Hafen. Na, will ich doch mal schauen. Ah ja, ich sehe es doch. Mhm. Noch jemand was zu sagen? Noch jemand was zu meckern? Nein? Gut. Dann mache ich mal weiter. Hier oben setze ich jetzt die ersten Farmen schon mal hin. Weitermachen werden wir dann aber in der nächsten Folge. Denn für mehr reicht heute leider die Zeit nicht aus. Tja, hab ich mir ja was vorgenommen hier. Aber ich wollte es ja nicht anders. Den Sekt, den will ich. Die Trauben, die brauche ich. So, da kommt's hin. So fangen wir an. Hier ist jeder Tag ein Mann. Und komm schon. Vier, fünf, sechs. Da oben. Mehr ist da auch nicht möglich, oder? Nein. Da müsste ich... Nee, mit der geht's aber auch nicht weiter nach rechts. Bringt also nichts. Gut. So. Dich... Ach, Moment. Bist noch drin? Bist noch drin? Und dein Tankhof stellen wir dir daneben. Schönen Tag auch. Wie du willst. Jetzt kann man kopieren. Da will ich. Da brauche ich. Da muss noch. Da fehlt. Na komm schon, baut da noch was. So. Kann man Felder setzen? Oh. Seht nur, wir befinden uns in bester Gesellschaft.
dann das Ganze dementsprechend hier drüben noch anpassen. Es wird noch nicht ganz richtig sein, wie es jetzt da steht. Aber werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Für heute soll es das aber gewesen sein. Na Mensch, da höre ich ja auf, ohne Sekt, der produziert wird. Was ich mir erlaube. Müssen wir dann beim nächsten Mal schnell arbeiten. Haha, guter Witz. Nun denn, es war's für heute. Ab zur Expedition. Beim nächsten Mal geht's weiter. Eine schöne Piratenjagd. Das macht mich noch krank. Sonnenallergie. Vampirhafte Verletzungen. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch. Der Pfad durch den Wald war unter dem dichten Unterholz kaum zu erkennen. Als die Mannschaft schließlich aus dem angenehmen Schatten der Bäume in die Sonne tritt, schwillt die Haut einiger Besatzungsmitglieder mit rotem Ausschlag und pochenden Blasen an. Es muss eine wissenschaftliche Erklärung für ihre plötzliche Photophobie geben. Ja, wenn die nur jemand wüsste. Die Ursache für ihre Schmerzen finden. Ihr Arzt hat sich hervorragend vorbereitet. Bei meinen Recherchen zu den Gefahren, denen wir in dieser Region begegnen könnten, habe ich etwas darüber gelesen. Sie müssen mit Riesenbärenklau in Berührung gekommen sein. Die Behandlung ist einfach. Der Sonne für eine Weile fernbleiben und die Haut vorsichtig mit klarem, kaltem Wasser abwaschen. Nach ein paar Stunden sind die Blasen abgeklungen und die Mannschaft kann ihren Weg fortsetzen. Na super. Fein. Prima. Dann mach das mal. Wir allerdings machen an dieser Stelle jetzt Schluss. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Hat es gefallen? Dann Like und Abo dagelassen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's nicht gut, macht's besser.